Hallo ihr Lieben, in diesem Video dreht es sich alles um den runden Boden. Wir zeigen euch die unterschiedlichen Art und Weisen, wie wir das flechten oder anfangen. Die Vorbereitung ist wie immer dieselbe. Wir haben hier schon die vorbereiteten, angefeuchteten Röllchen in unseren Folien eingepackt. Die starken, die dunkelgrünen, die bleiben trocken. Sie feuchtet das nochmal an. Achtet bitte darauf, dass die Enden jeweils dann wirklich trocken bleiben, dass nur die Mitte durchgeweicht ist. Die müssen dann natürlich auch ein bisschen, noch ein bisschen liegen, damit die Feuchte gut durchgezogen ist. Ja. Und gleich geht's los. Für den Anfang ist es wichtig zu wissen, wie groß euer Körbchen, euer Werk sein sollte. Wir fangen jetzt mit einem Boden an für einen Papierkorb, einen größeren Papierkorb. Deswegen haben wir jeweils 4 Stacken genommen. Achtet darauf, die sind trocken. Wenn ihr was Kleineres flechten wollt, also einen kleineren Papierkorb, man kann dann auch nur den Kreuz aus 3 Stacken machen oder 2 oder einen. Wie gesagt, unser wird etwas größer, deswegen 4 Stacken. Da macht sie etwas Kleber drauf und klebt jeweils nochmal 4 Stacken oben drauf. Dann nochmal 4. Sie drückt das auch immer wieder nach, damit es auch fester bzw. auch flacher anliegt. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt das mit einem Gewicht beschweren und so ein bisschen trocken lassen, bevor ihr mit dem Flechten anfängt. Sie umwebt jetzt die Stacken mit einem Arbeitsröhrchen. Also das ist schon angefeuchtet. Ihr habt es ja gerade gesehen, das ist richtig elastisch. Achtet darauf, sie drückt das richtig in die Mitte rein. Also gerade an den Ecken und Kanten. Sonst habt ihr Löcher im Boden dann später drin. Und dieses eine Endstück, das wird dann später verschwinden. Sie legt das Arbeitsröhrchen direkt auf dieses Endstück. Und so wird es dann verschwinden. Passt vielleicht nochmal darauf auf, dass die Stacken dann wirklich auch nebeneinander, zu viert nebeneinander liegen. Sonst ja, habt ihr danach einen chaotischen Boden, würde ich mal sagen. Sie verlängert jetzt das Arbeitsröhrchen. Das Ende wurde zugespitzt und mit etwas Kleber versehen. Sie steckt klar das dünnere Ende in das breitere rein. Das Ganze macht sie jetzt 3 Runden durch. Da habt ihr es gerade gesehen, das eine Ende wurde dann auch abgeschnitten. Und somit kaschiert. So, 3 Runden sind jetzt vorbei. Damit es dann weitergeht, also wenn wir in dem Sinne weiterflechten würden, würde der Boden nicht wirklich fixiert werden. Und damit der Muster dann auch, das Muster dann auch schön rauskommt, wechselt sie das etwas ab. Ihr werdet das dann gleich sehen. So ist es, geht das nicht. Also wenn wir einfach so drüber legen würden, würde es nicht fixiert werden. Also nimmt sie nur die eine Stange hoch und führt das Arbeitsröhrchen unten durch. Jetzt seht ihr, dass es die Richtung geändert hat.
und die anderen Staken jetzt ebenfalls umflochten werden. Auf drei Beine. Ja, ich hoffe, ihr habt es gehört. Ebenfalls dreimal umflechten. Auch beim kleinen Boden, ne? Ja, auch. Wir sind jetzt bei unserer Anfangsstake angekommen. Das ist die eine Stake, wo sie am Anfang bzw. wo sie die Richtung gewechselt hat, die eine angehoben hat. Das ist eben die. Der nächste Schritt ist folgender. Sie vergrößert die Abstände zwischen den Staken und flechtet das Ganze dann mit der zweiten oder zu, ja, mit zwei Arbeitsröhrchen. Das ist eine dickere Stricknadel, was ihr da hat. Es ist nur als Hilfe gedacht. Ihr könnt das natürlich auch mit euren Händen machen oder was auch immer, was ihr euch da, was euch da lieber ist oder ihr zur Hand habt. Jetzt tut sie das zweite Arbeitsröhrchen dazu nehmen. Und umwebt bzw. umflechtet jeweils zwei Staken zusammen. Mit der Art und Weise, wo ihr eigentlich schon kennt von den früheren Videos. Und achten. Genau, achtet auf die Abstände zwischen den Staken. Je regelmäßiger sie von vornherein sind, umso besser, umso akkurater wird das Ganze dann. Dann müsst ihr später nicht mehr so viel berichtigen. Sie drückt und zieht alles nochmal fest an, damit da keine Lücken entstehen, sonst habt ihr einen löchrigen Boden. Ja, das ist anfangs. Das ist unsere Anfangsstarke. Nehmen wir andere. Sie verlängert nochmal die Arbeitsröhrchen. Sie hat das eine zugespitzt und das andere auch. Das breitere Ende bleibt eigentlich genauso wie es ist. Es wird minimalst gekürzt. In der Art hat sie jetzt vier Reihen umwoben, umflochten. Vier Reihen hat sie jetzt gemacht. Jetzt wird der Abstand zwischen den Staken, also so waren sie vorher, jetzt wird der Abstand uns zu groß. Es sollte nicht mehr als ca. 2 cm betragen, sonst sieht es unserer Meinung nach nicht schön aus. Jetzt tut sie auch die anderen ein bisschen lockern, damit wir sie jetzt einzeln umflechten. Ja, das Anfangsflechten. Genau, das war unsere Anfangsstarke. Die erste, wo wir das so ein bisschen hochgebogen haben, oder sie besser gesagt. Und jetzt flechtet sie jeweils einzelne Staken. Am Anfang sieht es noch ein bisschen chaotisch aus und nicht gerade. Die liegen immer noch für ein bisschen kreuz und quer, aber
später, je mehr Reihen ihr flechtet, umso besser wird es, umso stabiler liegen die Staken. Für unsere Form sind diese 32 Staken komplett ausreichend. Man kann natürlich auch, wenn ihr da was Größeres habt, kann man dann natürlich Zusatzstaken dazu legen oder dazu flechten. Das zeigen wir euch dann auch im nächsten Video.